Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und Ihre wertvolle Lebenszeit mit uns verbringen. Und wir sind immer bemüht darum, Ihnen wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit zu liefern und wie Sie diese optimieren und vor allen Dingen erhalten können. Heute habe ich einen spannenden Gast. Ich begrüße bei mir Karl Müller. Er ist Bewegungswissenschaftler und wir sprechen heute über ein sehr schmerzhaftes Phänomen, über den sogenannten Fersensporn und was wir tun können, wie wir das auf eigentlich sehr einfache Art und Weise lösen können. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Ich freue mich auf Sie. Herzlich willkommen, lieber Karl. Schön, dass du wieder bei uns bist und uns wieder spannende Informationen zu unserem Bewegungsapparat liefern kannst. Du bist Bewegungswissenschaftler, wie ich schon angesprochen habe. Und du hast verblüffend einfache Lösungen geschaffen für gesundheitliche Probleme unserer Gesellschaft. Und heute sprechen wir über den sogenannten Fersensporn. Sehr, sehr schmerzhaft. Ich selber hatte es noch nicht, aber mir sind natürlich auch schon Menschen begegnet, die sich damit plagen. Und ich wüsste jetzt erstmal noch gar nicht genau, was ist Fersensporn. Vielleicht gehen wir da drauf kurz ein. Danke, Alexandra. Ja, was ist Fersensporn? Da streiten sich die Geister. Ah, ja. In Amerika wird das vor allem Plantarfasciitis genannt. Plantarfasziitis. Es gibt ja beim Fuß unten die sogenannte Plantarfaszie. Okay. Das ist eine Faszie, wie halt im Körper, 20% des Körpers sind ja Faszien. Es ist das größte Organ überhaupt. Man sagt, die Haut ist das größte Organ. Aber die Haut ist ja ein Bestandteil des Faszienapparats. Okay. Und hier unten gibt es eine sogenannte Plantarfaszie. Die beginnt vorne an den Zehen und geht über den ganzen Fuß hinweg. Und hinten verengt sie sich und ist dann am Fersenbein festgemacht. Und diese Plantarfaszie, die ist bei den meisten Menschen zu kurz. Mhm. Weil wir nicht barfuß gehen in der Natur, wird die nicht gedehnt. Wenn man dann sogar noch manchmal Einlagen trägt, dann wird die noch weniger bewegt. Mhm. Und wenn man Muskelfaszien nicht bewegt, alles was nicht bewegt wird, verklebt. Es wird kürzer und verklebt. Und wenn die dann so kurz ist, dass sie dort vor allem hinten am Fersenbein reißt, dann entsteht so ein Entzündungsschmerz. Und der kann im Extremfall einen Dorn auslösen. Mhm. Also es entsteht immer, wo Fehlbelastungen sind am Körper. Der Körper reagiert immer mit Gegen. Mit etwas dagegen. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Hühnerhaut oder harte Haut am Fuß. Mhm. Wenn Hornhaut. Man, Entschuldigung, ja, genau, kein Problem. Hornhaut. Hornhaut ist eine Reaktion von Fehlbelastung der Füße. Mhm. Man könnte meinen, wenn jemand immer barfuß geht in der Natur, da müsste man alles voll Hornhaut sein. Hornhaut, also Naturmenschen haben keine Hornhaut. Die Aha. ist ganz, ganz fein, die Haut. Die Oberhaut hat natürlich eine dünne Schicht von, die Dornen abhält und so, aber das ist keine Hornhaut. Mhm. Hornhaut macht dann auch so Risse und tut weh. Mhm. Und ist richtig hart. Und ist richtig hart. Aha. Überbein ja. ist auch eine Reaktion von zu engen Schuhen zum Beispiel. Überbein gehört schon, aber... Überbein ist so ein eine knöcherige Reaktion. Das ist dann nicht die Haut, Aha. sondern der Knochen wird dann größer. Oh, okay. Der Knochen reagiert, mhm. wenn in einem Skischuh oder Wanderschuhe, Leute, die viel wandern und die Schuhe nicht passen, dann reagiert dann der Knochen im Bereich des Knöchels zum Beispiel. Aber es kann auch Überbein, ich habe hier ein Überbein mhm. auch,
Ja, genau. Weil ich zu lange Arthrose nicht behandelt hatte, um Fehlinterpretationen vorzubeugen. Ich habe das nicht behandelt irgendwie mit Medikamenten oder operativ, sondern ich habe da ja meine eigene Behandlung, das natürliche Gehen. Und das Überbein hier am Knie ist nicht zurückgegangen, aber meine Arthrose ist weg. Also der Knorpel ist wieder da, ist wieder alles wie fast wie jugendlich. Nicht ganz, aber fast wie jugendlich. Aber der Knochen, auch wenn denn die Fehlbelastung weg ist, die bleibt dann meistens. So auch beim Fersensporn. Der Sporn, der bleibt, aber die Ursache beginnt meistens bei, oder immer so, weit ich weiß, mit einer Verkürzung der Plantarfaszie und mit Reizung der Plantarfaszie. Mhm. Und man weiß, Menschen, die das haben, und das sind 40% der über 50-Jährigen, die einen Fersensporn schon mal hatten oder haben. Mhm. Und das ist sehr mühsam. Man bringt das kaum weg. In der Physiotherapie macht man die Dehnungsübungen, wo man dann halt die Hände an die Wand und dann die Ferse auf dem Boden, Streckung, das Bein hinten rausstreckt und dann die Plantarfaszie und den Unterschenkel so dehnt. Das hilft, aber es hilft kurzfristig. Also meist die Schmerzen sind am schlimmsten am Morgen, wenn man aufsteht, weil es über die Nacht wieder alles verklebt hat. Ah, ja. Wenn man den Tag durch dann wieder ein bisschen bewegt, wird es besser. Aber wenn man es schon länger hat, dann wird es dann auch über den Tag gar nicht mehr besser. Dehnen hilft, aber man müsste halt auch die Ursache ändern. Und die Ursache ist halt das Gehen auf harten, flachen Böden, der Klappfuß, der Fuß, der einfach so runterfällt, und dadurch wird die Plantarfaszie kürzer und die müsste dann halt, wenn man dehnt, müsste die auch durch den ganzen Tag durch immer bewegt bleiben, weil Faszien, die nicht bewegt werden, verkleben sofort wieder. Wenn man ein bisschen älter ist, weiß man, wie schnell Faszien verklebt, wenn man mal 2 Stunden Auto fährt. Dann sitzt man in diesem Autositz drin, die sind ja so schön bequem, gut geformt und verhindern jegliche Bewegung. Ergonomisch, genau, verhindern jegliche Bewegung, wie unsere Stühle da auch ein bisschen. Gott sei Dank muss ich das nur eine halbe Stunde aushalten. Dann steht man auf nach 2 Stunden. Und da muss man dann alle Knochen einzeln sortieren, bis da wieder das eingerostete Zeug da wieder frei und ein bisschen beweglicher wird. Mhm. Und dasselbe gilt auch für die Plantarfaszie. Die müsste im Alltag bewegt werden. Die Orthopäden oder einige Orthopäden oder viele Orthopäden empfehlen dann Einlagen. Ja, die Einlage kann im Moment ein bisschen, vor allem wenn sie hinten noch ein bisschen erhöht ist, dann entlastet die ein bisschen die Faszie, die Plantarfaszie entlastet sie im Moment, aber dann wird sie noch kürzer. Also längerfristig kann man die gleich dann die wieder entsorgen, die Einlage. Die orthopädische Einlage ist die stabilisierende, stützende Einlage. Mhm. Weil langfristig hilft die nicht. Langfristig hilft nur physiologische Bewegung. Also Bewegung, barfuß gehen würde helfen, kann am Anfang noch mehr schmerzen. Ja, weil es dann halt noch mehr reizt, reißt. Aber wenn man das mit der richtigen Dehnungsübung oder mit der Asienhocke, Asienhocke ist die beste Übung gegen Plantarfaszie und natürlich im Alltag den Fuß natürlich bewegen. Mit uns ist ja kein Geheimnis, dass wir Schuhe produzieren, die die Plantarfaszie und überhaupt Bewegung in den Fuß reinbringen. Und 95 von 100 Menschen, die zu uns kommen, auch wenn sie schon monatelang Fersensporn haben, 95 von 100 sind in 2 Minuten schmerzfrei. In 2 Minuten? Ja, sofort. 95 von 100.
Das nenne ich einen schnellen Effekt. Ja, das ist Plantarfaszie oder Fersensporn ist die Indikation, wo man bei uns am allerschnellsten Erfolg hat. Ah ja, okay. Man kann unsere Schuhe ja übrigens auch mieten, 2 Wochen. Das kann man dann ausprobieren. Da kann man sie wieder mieten für 30 Franken, 20 Euro. Und wenn man das bezahlt man und dann kann man die Schuhe wieder zurückschicken und dann hat man ja dann Erfolg gehabt. Nur wenn man die Schuhe nicht mehr trägt nachher, kommt es auch bei uns wieder zurück. Mhm. Das braucht schon länger. Und man sollte halt auch die Asienhockey üben, die Dehnungsübungen machen. Und wenn man das mal so ein paar Monate getragen hat, dann geht es dann weg. Dann kann man wieder normale Schuhe tragen. Wobei man die wahrscheinlich nicht mehr so gerne trägt, weil das halt so dieses Trampolingefühl im Alltag auf dem harten Boden halt so angenehm ist. Aha, okay. Die Asienhocke, wir haben darüber gesprochen, oder du hast es angesprochen, müssen wir kurz erklären, wie sie aussieht. Also man geht quasi, ich nehme jetzt mal an, so schulterbreiter Fußstand und dann geht man ganz in die Hocke mit Ferse am Boden und das Gesäß genau. So weit nach unten genau. Wie möglich, ne? Ich könnte sie es vorzeigen, aber weil wir halt hier einen Stuhl haben. Ja. Ja, man geht mit dem Po ganz runter, bis zur Ferse runter. Und nicht so, wie ganz wir genau. In die Hocke gehen, indem wir nur auf dem Vorfuß sind, sondern mit der ganzen Ferse ist man ganz unten. Man sieht in Asien, oder hat früher gesehen, heute viel weniger an den Busstationen, die Leute stundenlange warten oder sie spielen da ihre Spiele, Brettspiele und sitzen alle am Boden. Und das dehnt natürlich extrem. Die ganze Muskulatur bis und mit Rücken, Nacken wird alles gedehnt. Das ist die beste Dehnübung, die man überhaupt machen kann. Mhm. In anderen Sendungen oder auf unserer Webseite zeigen wir auch, wie man diese Asienhocke übt. Ah, hervorragend. Ich habe separate Sendungen gemacht, wo ich auch Übungen vormache, wie man Übungen macht gegen Knieprobleme, Hüftprobleme oder eben diese Asienhocke ist eine allgemeine Übung, die halt für den ganzen Bewegungsapparat gut ist, aber sie wirkt natürlich sehr stark auf die Plantarfaszie, weil das Knie dann ganz weit vor, das Knie geht ganz weit vor den Fuß. Mhm. Und dehnt natürlich extrem den Bereich von Plantarfaszie und Gastrocnemius, respektive Wadenmuskulatur. Mhm. Und das bewegt, dauernde Bewegen. Wenn man hier mal schaut, vielleicht noch auf dem Bild, man sieht dort oben die 2 Füße. Das ist etwa das, was mit dem Fuß passiert, wenn man in unseren Schuhen geht. Mhm. Rechts oben. Mhm. Da wird natürlich die Plantarfaszie bei jedem Schritt gedehnt und die Fußmuskulatur trainiert, bewegt. Und wenn man die Muskulatur bewegt, kann sie nicht verkleben. Stimmt. Darum ist die Bewegung eigentlich die beste Methode, Therapiemethode gegen viele Probleme am Bewegungsapparat, insbesondere Fersensporn, um das Begriff wieder zu nennen. Bei den meisten Fällen ist Gott sei Dank noch gar kein Sporn vorhanden, sondern nur entzündete Plantarfaszie. Aber auch wenn ein Sporn vorhanden ist, den muss man gar nicht unbedingt wegnehmen. Man kann den mit Ultraschall kann man den wegmachen lassen, aber damit ist das Problem gar nicht gelöst. Man kann den wegmachen lassen, aber die Ursache ist die verkürzte und entzündete Plantarfaszie. Also dadurch, dass wir ja heutzutage einfach in unserer Gesellschaft oder in unserem Leben Lebensumstände einfach nicht die Möglichkeit mehr haben, auf natürlichen Untergründen zu gehen, brauchen wir eine langfristige Lösung letztendlich. Ne? Und natürlich schaffen solche Übungen, wie du es ja schon angesprochen hast, schaffen eine Verbesserung, ne? Aber der Idealfall wäre wirklich, wenn wir eine Möglichkeit hätten, den natürlichen Untergrund auf irgendeine Weise zu imitieren. Und das hast du geschafft oder ihr geschafft, in Schuhe zu bringen als Untergrund. So habe ich es verstanden. Ja. Und
Du hast auch schon erklärt, dass das auch eine, also erstmal gewisse Folgen haben kann, gewisse Schwindel hast du schon, glaube ich, nicht Schwindel, aber... Doch, es kann, wenn man am Fundament unten beim Körper halt etwas bewegt, kann es zum Beispiel Schwindel auslösen. Es ist vielleicht bei 2-3 von 100 Personen der Fall. Dann kann man das... Es gibt ganz, ganz wenige, vielleicht 2 von 1000, wo man, die unsere Schuhe nicht tragen können. Es sind ganz, ganz wenige. Okay. Und die, die am Anfang noch Schwindel haben, wenn die immer wieder absitzen dazwischen, mal schnell gehen, langsam, verschiedene Gehgeschwindigkeiten, geht es bei den meisten sehr schnell weg. Aber man braucht dann vielleicht eine halbe Stunde, ein bisschen üben. Das kann eine Erstreaktion sein. Man nennt das ja Erstreaktionen. Kontraindikationen wäre, wenn etwas gar nicht funktioniert. Das gibt's eigentlich nicht, oder außer bei diesen 2 von 1000 mit diesem Schwindel. Und sonst gibt's keine Kontraindikationen. Sonst ist's einfach ein Hilfsmittel für den Alltag, um den harten, flachen, schlagenden, das komme ich vielleicht schnell auf das Bild links zurück, auf den schlagenden Boden in einen weich, elastisch federnden Naturboden umzuwandeln. Links sind wir bei der Zeichnung? Links, genau. Dieses Diagramm, das ist bekannt aus der Bewegungswissenschaft. Da macht man Bodenreaktionskraftdiagramme. Das ist nach oben, ist das eine Bodenreaktionskraft. Das heißt, dass man misst wie auf einer Waage das Körpergewicht. Das ist wie eine Waage. Der Zeiger schlägt dann aus, beim ersten Bodenkontakt schlägt der Zeiger, so, weil man hier geht, schlägt er sprunghaft nach oben. Das ist diese Spitze. Ja. Die geht höher also die als das Kurve, Körpergewicht. Ne? Ja, genau, die blaue Kurve. Ja, danke. Dort diese Querlinie, diese blaue Querlinie ist das Körpergewicht. Die schlägt dann über das Körpergewicht, oder? Weil man ja gehend, geht man dynamisch, steht man auf diese Waage, dann gibt es einen riesigen Schlag. Diesen Schlag sieht man dann unten beim Bild auf der linken Seite mit der kurzen Hose. Auf der linken, auf der rechten. Wenn man rechts ist, nicht ganz rechts, sondern links von ganz rechts, mit den drei weißen Streifen. Genau. Ja, alles klar. Dort, wenn man die Oberschenkel genau anschaut, dann wie dieser Oberschenkelmuskel, der Quadrizeps, der wird so richtig durchgeschüttelt. Das ist wegen dieser Spitze. Wobei dieser Schuh ist ja noch ein weicher Schuh, der Turnhallenboden ist auch eher ein weicher Boden und trotzdem gibt's diesen Schlag. Und das ist natürlich ein Schlag, der die Faszien verkleben lässt. Weil was Faszien verkleben lässt, sind drei Sachen, sind nicht bewegen. Wie in einem Gips, wenn man einen Muskel in einen Gips stellt, dann wird er nicht nur kleiner, sondern nach 6 Wochen kann man den kaum mehr bewegen. Also Faszien kleben bei keiner Bewegung. Bei schlaghafter Bewegung verkleben Faszien auch. Muss ich vorstellen, dann haben die Muskeln, dieser Muskel bekommt dann Angst. Oder? Okay. Der wird dann geschlagen, bekommt Angst, zieht sich zusammen und verklebt. Oder krampft erstmal und klebt dann verkrampft, wahrscheinlich. Verkrampft, so. Genau. Verkrampft und Verkrampfung ist ja auch Verklebung. Ja. Also das ist eine Stresssituation für den Muskel. Löst dann Verspannungen aus. Das wäre ein separates Thema. Was ist der Unterschied von Körperspannung, was sehr gesund ist, und Verspannungen, was schädlich ist, was auch psychisch Verspannungen, Nackenverspannungen, Rückenverspannungen hat sehr viel auch mit der Psyche zu tun, aber eben auch mit dem Körper. Und das sind jetzt physische Schläge in die Muskulatur, die verkleben. Und dadurch verkleben natürlich auch die Plantarfaszie. Das löst auch Fersensporn aus, diese Schläge.
Und wenn man jetzt rechts schaut, ja, dort hat dieser Schuh eine Sohle drunter, mhm, also dieser Schuh von uns, eine weich, elastisch federnde Sohle, der Muskel, jetzt wieder dieser Oberschenkelmuskel, wenn man den genau anschaut, der ist völlig ruhig. Und da passiert gar nichts. Das löst den Stress. Nicht nur in der Plantarfaszie, mhm, sondern das geht bis in den Nacken rein. Das löst Stress und auch in der Kurve sieht man, wie die rote Kurve, die verwandelt, wir können ja nicht verhindern, dass das Gewicht, das Körpergewicht beim Gehen über das normale Körpergewicht geht. Also auch die rote Kurve geht über das Körpergewicht hinaus, mhm, aber es gibt eine runde Kurve. Genau. Es gibt keinen Schlag mehr. Es gibt einen sanften Anstieg. Ja, genau. Es ist eine Spitze und oben einen runden Peak. Einen runden Peak. Man kann, mhm, vorstellen, wenn ich von einem Meter runterspringe auf den Boden, das gibt einen Schlag, ja, oder? Zwangsläufig. Wenn ich vom Meter auf ein Trampolin runterspringe, dann federt das ab und katapultiert mich wieder hinauf. Mhm. Ein bisschen weniger hoch, weil es ja kein Perpetuum mobile ist, oder? Ein bisschen weniger hoch, aber das Abfedern ist genau das, was beim Trampolin passiert, wenn man von einem, die blaue Kurve ist vom Meter oder sagen wir 30 Zentimeter auf den Boden runter springt, mhm, barfuß mit der Ferse oder mit der roten Kurve auf das Trampolin runtergeht. Und das verwandelt die rechte Sohle, ganz rechts unten, ja, ist eine Trampolinsohle und verwandelt diesen Schlag in einen gesunden Trainingsschritt. Mhm. Also die Kurve sieht auch aggressiv aus, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, die blaue, ne? Im Gegensatz zu dieser roten. Es ist auch nicht so, dass diese Sohle dann, wie soll ich denn sagen, irgendwas abdämpft, oder? Wie das vielleicht irgendwelche Einlagen machen würden? Das ist eine ganz gute Frage. Ja. Es dämpft, aber es dämpft aktiv. Aha, okay. Es, mhm, gibt ja bei diesen Kissen, gibt's ja Kissen, wo der Kopf reingeht, ja, und dann, wenn man den Kopf, oder man kann es auch, oder Kissen und Matratzen, kann man die Hand reindrücken. Und wenn man die Hand wegnimmt, dann kommt es ganz, ganz langsam, genau, zurück. Das ist passive Dämpfung. Wenn man ein Kissen hat, wo man mit der Hand reindrückt, aha, oder auch eine Matratze, und dann mit der Hand weggeht, und geht das ganz direkt schnell zurück, mhm, dann ist das aktive Dämpfung. Ah, okay. Was wir machen, ist aktive Dämpfung. Man sieht das rechts, mhm, oben, sieht, mhm, man das sehr gut. Ja. Es dämpft auch, aber es dämpft aktiv. Es gibt einen Katapulteffekt zurück. Ah, und das verstanden. Ist das total, mhm, Entscheidende. Mhm. Ich bin überzeugt, dass Schuhe, die dämpfen, einfach nur dämpfen, körperschädlich sind. Mhm. Das hat dann wieder die stabilisierende Wirkung und nicht die mobilisierende. Mhm. Unsere Sohlen, die mobilisieren, im Gegensatz zum Stabilisieren. Und alles, was stabilisiert, kommt von außen und übernimmt die Funktion der Muskulatur. Dann brauche ich keine Muskeln. Wenn etwas von außen stabilisiert, dann kann ich die Muskeln gerade vergessen. Mhm. Dann kann man sie schrumpfen lassen. Ja. Aber langfristig ist das halt, im Moment kann das sogar helfen. Also wenn man einen Gips oder etwas fixiert, für ein paar Tage, kann man ein Gelenk mal fixieren, aber dann ist die Frage oder ist die Aufgabe, möglichst schnell aus dieser Situation wieder rauszukommen und dann die wieder zu aktivieren. Selbstständig das wieder selbstständig machen zu übernehmen. Genau. Also die aktive Stabilisation gibt quasi dem Fuß Gelegenheit oder dem Bewegungssystem insgesamt. Wir sind ja nicht nur beim Fuß, sondern hat ja Auswirkungen bis ganz nach oben. Was beim Fuß beginnt, geht bis ganz oben. Ja, also wir geben quasi dem gesamten Bewegungsapparat wieder die Gelegenheit, natürlich auf eine Bodensituation zu reagieren. Genau. Kann man so sagen. Genau, das ganze System, mhm, zu aktivieren. Mhm. Wenn wir das mal anschauen, hier, mhm, wenn man... Wir haben jetzt hier unten einen Fuß mit, mhm, unserer Sohle. Mhm.
Da gibt man einen Input, so einen Trampolin-Input rein, und das führt dazu, dass das ganze System bis zum Nacken, bis zur Rotation der Brustwirbelsäule, Kopf hoch, gestreckt wird. Ja, okay. So wird man auch im Laufe des Lebens nicht kleiner. Es ist statistisch bewiesen, dass der Mensch zwischen 30 und 50, 5 Zentimeter kleiner wird. Aber das müsste nicht sein. Ich messe mich immer wieder. Ich bin immer noch gleich groß wie mit 25. Ach, irgendwie unlogisch. Warum? Was soll da passieren? Wenn man sich immer streckt, passiert nichts. Ja. Die Muskulatur wird ein bisschen langsamer, das stimmt, aber gar nicht so viel, wie sie statistisch gesehen wird. Man muss sie halt, wenn man ständig federt unten, ständig federt und ständig aktiv nach oben sich streckt und die Verspannungen löst, die Verspannungen, die ziehen das System zusammen. Gehört natürlich eben auch die Psyche dazu, die verspannen kann. Es ist ein Konzept, was jetzt auf der körperlichen Ebene wirkt, aber die Psyche und der Geist, das muss dann natürlich auch noch mit einbezogen werden, aber das ist aber heute jetzt nicht das Thema. Aber es gehört alles zusammen und alles wirkt aufeinander, das ist halt nun mal so, ne? Ja, es kann wie ein Teufelskreis wirken, wo das sich gegenseitig beißt, oder es kann nach außen wirken, dass es sich gegenseitig hilft. Mhm, genau. Also die Sohle, wenn man es kurz zusammenfassen kann, hilft dem Körper quasi wieder, sich selbst zu helfen. Ja, wenn genau. Er in ja, einer genau. problematischen genau, so. Situation ist. Ohne Übungen, ohne Zeitaufwand. Ja, spannend, sehr gut. Wo findet man denn nähere Informationen zu diesen Sohlen, zu diesen Schuhen? Am besten schaut man im Internet unter KYBUN, also Kibun, KYBUN, Joya, entweder nur Kibun, dann wird man auch dort Joya finden, oder Joya mit J-O-Y-A, oder beides zusammen, da findet man viele Informationen, nicht nur über uns, natürlich auch die Modelle, aber findet auch Informationen, dass man die mieten kann. Spannend. Für 2 Wochen, das kann man ja bei einer Operation nicht. Also man muss nicht die Katze im Sack kaufen? Ja, genau, das wollen wir auch nicht. Ja. Ich habe das Ganze ja erfinden dürfen, aus Gnade, ist ja ein Geschenk. Wenn man alle Talente, die dem Mensch gegeben sind, sind ja Geschenke. Und das ist ein Geschenk, dass ich das bekommen habe und dass wir auch davon generationenweise leben durften und dürfen. Das ist ein Geschenk, aber mein größtes Anliegen ist, dass unsere Kundinnen und Kunden zufrieden sind, dass die begeistert sind. Gott bewahre mich davor, jemandem etwas zu verkaufen, was der Person dann nicht hilft. Das möchte ich nicht. Das gibt mir auch ein schlechtes Gewissen. Darum geben wir unseren Kundinnen und Kunden oder den Menschen die Möglichkeit, das auszuprobieren. Und wenn es nichts ist, dann kann man es zurückschicken. Ja, toll. Okay, wunderbar. Aber ihr habt schon einen großen Kundenstamm, wie ich auch schon erfahren habe. Ja, über 2 Millionen Menschen Wahnsinn. Dürfen wir zu unseren, in 40 Ländern zu unseren Kundinnen und Kunden zählen. Sehr gut. Ich hoffe, es wird sich noch weiter verbreiten, diese Idee, oder beziehungsweise es finden noch mehr Menschen Gehör. Deswegen sitzen wir ja auch hier zusammen. Ja, genau. Deswegen sprechen wir auch drüber. Und es ist ja auch, wie wir auch schon an einer anderen Stelle besprochen haben, eine Entlastung der Krankenkassen letztendlich, ne? Wenn bestimmte Operationen letztendlich durch so eine einfache Möglichkeit verhinderbar sind, da profitieren doch eigentlich alle davon. So ist es. Alle Betroffenen. Genau, okay. Wir sind schon wieder am Ende angelangt, aber ich danke dir für diese spannenden Eindrücke, für das Bildmaterial, das es sehr gut veranschaulicht hat. Und ich glaube, das ist gut verstanden worden, was bei uns im Argen liegt, in unserer heutigen Bewegung, an unseren Untergründen und an unserem Schuhwerk. Und ja, ich hoffe, wir konnten viele Menschen dazu inspirieren, wenn Probleme am gesamten Haltungsapparat oder Bewegungsapparat bestehen, erstmal eine solche Lösung auszuprobieren. Ja, ich danke dir also an dieser Stelle, danke dir für deine Mission und für deine Vision und für deine Erkenntnisse, die du in die Praxis auch umgesetzt hast zum Wohle der Menschen und der Gesundheit von Menschen. Und ja,
Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch, das sicherlich stattfinden wird. Und auch Ihnen sage ich ganz herzlich Dankeschön, dass Sie zugeschaltet haben und hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Ich hoffe, wir haben Sie inspiriert zu einer Gesundheit und vor allen Dingen zur Hilfe, zur Selbsthilfe, weil das ist das, was wir damit kommunizieren wollten. Also auf Wiederschauen, bleiben Sie gesund und wenn Sie es nicht sind, werden Sie es wieder. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederschauen.